So, jetzt kommt die Mission nach, die Mission. Dann denke ich, geht die letzte los, die wir von Anfang an schon offen haben. Triff dich im Hackerspace mit DedSec. Offenbar zahlt sich der Man-in-the-Middle-Angriff auf Blumens Satelliten-Backbone mit Zinsen aus. Höchste Zeit, den Hackerspace zu besuchen und nachzusehen, was DedSec abgegriffen hat. Wir sind aber keine Sekte. Naja, wieder diese Moralapostel. Was die für einen Schaden verursachen. Was ist, Ray? Joshua hat was Seltsames beim Galilei-Hack entdeckt. Es ist Code, aber die Kommentare sind chinesisch. Oh, sag nicht, die Chinesen haben den Satelliten-Backbone schon gehackt. Nicht die Satelliten. Die Tiefseekabel, die China und die USA verbinden. Hm. Das ist nicht mal das Interessante an der Sache. Bloom hat den Hack überwacht. Laut Joshua haben die Hacker Daten gestohlen und sie benutzt, um ein Vermögen an der New Yorker Börse zu machen. Hacker werden zu Insider-Händlern und? Das ist doch nicht das erste Mal. Nein, jetzt kommt's. Das Programm, das die Hacker benutzen. Trommelwirbel, George, bitte. Mustererkennungssoftware. Sieht für mich verdammt klar nach Bellwether aus. Und Blum weiß das? Warum halten die dann die Füße still? Genau darum geht's hier. Wir haben keine konkreten Infos. Was Bellwether ist, habe ich schon im ersten Teil nicht so richtig kapiert. Das ist irgendwie dieses ganz große Programm dahinter. Ihre Schiffscontainer sind gerade im Hafen eingetroffen. Das sehe ich mir an. An den Ray auch gearbeitet hat. Frachtcontainer nahe der Bay Bridge untersuchen. Yo, Sitara, welche Containernummer suche ich? LV426. Echt jetzt? Testest du meinen Nerd-IQ? Ein bisschen, ja. Sie fängt mit SIBU707 an. Okay, ich sehe ihn. Aber da sind noch andere Container im Weg. Ich muss irgendwie versuchen, ihn freizuräumen. Markus sieht noch gar nichts. Das erste Mal, dass wir einen benutzen müssen. Die Gabelstapler stehen hier rum und wir haben sie noch nie gebraucht. Ah ne, wir müssen den benutzen. Das Ding kennen wir ja schon von GTA 5. Also was heißt wir? Ich kenne es von GTA 5 und ich denke, die meisten von euch auch. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrust-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Bei GTA konnte man sich an den Schatten orientieren, da hatte man eine Sicht von oben. Was? Zurück, Ruhe! Ruhe an Heu! Beruhig dich, verdammt jetzt, beruhig dich! Klar, mit Kabelbinder. Kleines Rätsel. Wer in der Gegend? Ist chinesisch und betreibt Menschenhandel. Anti-Shoe-Boys, ganz klar. Ja, tja, das hier ist Luxus-Menschenhandel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Der Container ist schöner als meine letzte Wohnung. Ich schicke... Das muss ja was heißen. Ist da. Wer ist das? Und warum blutet seine Nase? Noodle Translate ist nicht sein Freund. Und er ist sicher auch keine stinknormale Fracht. Und was soll ich jetzt damit anfangen? Versuch mal sein Gesicht online zu finden. Ich schätze, der hat eine Ausbildung bei dem ganzen Aufwand. Gut. Ich fange bei den chinesischen Schulen an und melde mich, wenn ich was... Eine Sache noch, Mann. Willkommen in Amerika. So wird man noch gerne begrüßt. Menschenhandel kommt jetzt noch dazu. Oh
Marcus, ich hab den Typ. Was hast du? Absolvent der Shanghai Jiao Tong Universität. Er hat einen Master in Statistik und Wirtschaft. Er ist Analyst. Die brauchen ihn bestimmt, um die Börsendaten auszuwerten. Das heißt, die Auntie Shoe Boys sind im Insiderhandel aktiv. Ich habe einen Kontakt in Chinatown, der Verbindungen zu den Auntie Shoe Boys hat. Ich schicke dir seine Koordinaten. Vielleicht hat er ja ein paar Antworten. Lern erstmal fahren. Brauche hier kein Fahren lernen. Hat eh keinen Sinn. Taras Informanten in Chinatown treffen. Da waren wir schon mal. Da haben wir das Tor fotografiert und jetzt schaue ich nach neuen Fotos. Ist ja auf dem Weg. Krabbenmann, da ist der Krabbenmann. Die sehen schon. Soll ich mich von allen schikanieren lassen? Soll ich mir das gefallen lassen? Mein Arsch steht hier nicht auf dem Spiel, sondern deiner, Kapitän. Das ist mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner. Hey, aufhören! Ach, das war ein richtiger Kumpultritt. Katalogmodel würdest du den großen Reibach machen. Ach, das sind immer diese normalen Kommentare. Nicht mal bei jedem Foto individuell. Also wer mich bei Twitch verfolgt oder da kannte, bei Homestead, da fahre ich besser. Also generell das Fahren ist bei GTA besser. Das ist hier eine reinste Katastrophe. Besser als beim Vorgänger, aber immer noch nicht gut. War geil, müssen alle drauf. Alter, raus aus dem Rampenlicht. Noch irgendwelche Bilder hier? Die sind auch so, die sind auch so nah beieinander. Treffe ich den Informanten etwas später. Ah, schon wieder eine Nüsse übersprungen. Aber die kommt, glaube ich, später wieder. Nicht das. Oh, was? Naja. Schaufensterpuppen. Letztes Mal war es schon dunkel. Hast du keine anderen Hobbys? Eieieiei. War ich das etwa? Hey,
Hey, kennst du den Typ? Verschwinde, du Arsch, ich bin beschäftigt. Und außerdem ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Shoeboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Wir kennen uns nicht alle. Cetara sagt, du könntest mir helfen. Gib mir irgendwas. Wieso hast du das nicht gesagt? Auntie Shu hat ein Büro in der Import-Export-Firma auf der Gold Street. Da sind Aufzeichnungen. Aber sag Cetara, dass wir damit quitt sind. Ja, cool. Danke. Nur wenn das stimmt. Finde die Dokumente im Safe. Kerndaten. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Sehr clever. Drohne wieder als Marker. Mein ey. Hier hat man kein Gefühl beim Fahren. Datenschein erstauen. Ich habe keine Ahnung, wofür ich das brauche, aber ich hab's. Oh, da kriege ich wieder sofort Hunger. China, Mann. Finde die Dokumente im Safe. Irgendwo muss ein Eingang sein. Lecker. Känguru, Strauß oder so typische China-Sachen. Ente. Bratene Nudeln. Bambussprossen. Dann irgendwie diese vier Schätze oder wie das heißt. Darauf habe ich immer Hunger, wenn ich Chinatown höre. Ach, da ist der Eingang. Danke, dass du mir die Tür öffnest. Idiot. Kannst du das nicht mit den Händen machen? Vielversprechend. Wer hat da das Zimmer öffnet? Dokumente. Kannst du Chinesisch? Nein,
aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm. Internationales Gewässer, irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg. Aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Auntie Shoeboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Verlasse das Gebiet. Ah, jetzt komme ich hier nicht raus. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alter, das ist doch richtig geil. Hier komme ich immer raus. Ach, hier ist der Kasten. Das heißt auch, ich wäre anders ins Gebäude gekommen. Ich hätte also anders hier reingemisst. Darum habe ich für diese Waffe gespart. Jetzt spawnt irgendeiner wieder hinter mir. Wäre ja nicht das erste Mal. Schüssi Betrüger.